Einen wunderschönen guten Tag. In diesem Video werden wir das Thema Lotto mal begutachten. Ich zeige Ihnen gleich mal, auf was es hinausläuft. Es läuft darin hinaus, dass Sie ja, wenn Sie Lotto verkaufen oder beziehungsweise Lotto-Gewinnauszahlungen machen und die in der Kasse verbuchen möchten, war es in der Vergangenheit so, dass Sie sich einen Artikel angelegt haben mit einem negativen Präfix, also das heißt mit einem Negativkennzeichen. Und sich eventuell einen Artikel angelegt haben für Gewinnauszahlungen oder für Gewinneinnahmen in die Kasse, wenn sie es darin verbuchen wollten. Nun hat der Lotto neue Kassenzettel, in denen unten auch ein Barcode ausgegeben wird. Und Lotto stellt auch ein gewisses Regelwerk zur Verfügung, in dem man weiß, wie eben diese ERN-Nummer, die an dieser Stelle abgebildet ist, zu behandeln ist. Das möchte ich Ihnen zum einen mal sofort mal in der Praxis zeigen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir eine Lottoeinnahme in Höhe von 25 Euro haben. Das würde bedeuten, wenn wir die Kasse nun betreten und jetzt über den ERN-Code drüber scannen, dass jetzt Wabi Profi 3 automatisch weiß, ach, da kommt jetzt Lotto daher, das sind 25 Euro, cool. Genauso ist es natürlich, wenn Sie jetzt eine Auszahlung hätten. Ich habe nur in diesem Beispiel jetzt immer 25 Euro gemacht, damit Sie das auch besser sehen können. So, wenn Sie jetzt über einen Auszahlungsbon des Lotto-Kassenzettels drüber scannen, ja, dann weiß Wabi Profi 3, ach, das ist eine Gewinnauszahlung. So, wie funktioniert jetzt das Ganze? Hierbei stellt uns Lotto ein Regelwerk zur Verfügung und sagt, so muss es aufgebaut sein. Und das werde ich Ihnen jetzt vorstellen, damit Sie das auch besser verstehen. Der ERN-Code für eine Einnahme könnte so aussehen. Der ERN-Code für eine Auszahlung, also für eine Gewinnauszahlung, könnte so aussehen. In der zweiten Zeile direkt darunter habe ich das mal aufgegliedert. Lotto sagt, wenn die ersten zwei Stellen des ERN-Codes die Nummer 22 ist, dann ist es mit Lotto zu behandeln. Okay. Die nächsten fünf Stellen sind von Lotto fix vorgegeben. Die Artikelnummer 10.000 muss zwingend vorhanden sein, weil die sagen, 10.000 ist eine Einnahme und 20.000, die nächsten fünf Stellen, ist eine Ausgabe. Okay, danach kommen fünf Stellen für den Preis, wobei es hier maximal bis 999,99 geht. Denn diese fünf Stellen sind natürlich durch 100 zu teilen, weil es könnte ja auch sein, dass es 25,30 Euro sind als Einnahme oder 11,87 Euro als Auszahlung sind. Demzufolge könnte das, machen wir das Beispiel einfach mal, 11,87 zum Beispiel so. Okay, dann gehe ich jetzt hier in die Kasse rein und scanne das mal ein. Dann wären das quasi hier 11,87 Euro Auszahlung, Gewinnauszahlung. Hier, genau. Also sind die letzten 5 Stellen durch 100 zu teilen. Wobei, hier ist ja mit 0 beginnt und 0 hat ja im numerischen System keine Wertigkeit. Das heißt, wenn Sie 010 Euro in der Hand hätten, hätten Sie 10 Euro in der Hand. Nicht 010 Euro. Gibt es nicht. Und hier ist es genau das Gleiche. So viel dazu. Was müssen Sie nun in Wabi tun oder wie können Sie das konfigurieren? Es ist relativ einfach. Wir gehen zuallererst mal auf die Administration und dann die Systemeinstellungen. In den Systemeinstellungen finden Sie die Karteikarte Verkauf und dort die Karteikarte Sonstiges. Wie gerade erwähnt, muss der Präfix, also die ersten zwei Stellen der ERN-Nummer, muss mit 22 beginnen. Hier auf den Kassenbon, den Lotto ausgibt, sehen Sie das nicht, aber glauben Sie mir, es ist so. Lotto hat mir ein PDF geschickt mit der Aufstellung, wie der ERN-Code aufgebaut ist. Also, es muss 22 sein. An dieser Stelle bitte ich Sie zu berücksichtigen. Sie können ja auch mit Wabi Profi Wagencodes verwalten. Und wenn jetzt Sie Lotto verwenden und aber auch... So, Verzeihung, das Telefon hat bloß gerade geläutet. Okay, also das heißt, Präfix 22, die ersten zwei Stellen der ERN-Nummer muss 22 sein. Dann weiß Wabi, aha, es handelt sich hier um Lotto. Nun müssen Sie im Artikelstamm einen Artikel anlegen, unter Artikel. Hier habe ich einen Lotto-Artikel angelegt. Der muss
wie Lotto vorgibt, zwangsweise und es muss einfach sein, die Artikel Nummer 10.000 für eine Lottoeinnahme und die Artikel Nummer 20.000 für eine Lottoauszahlung, sprich für eine Gewinnauszahlung. Sie sollten bei der Anlage, oder wie sollen Sie verfahren? Einfach ganz einfach, das wissen Sie bestimmt, Sie gehen auf Neu, geben die Artikel Nummer 10.000 ein und drücken Enter. So. Wenn Sie das gemacht haben, deklarieren Sie das hier natürlich als Lotto. Sie können hier einen Lieferanten anlegen, Lottozentrale, wenn Sie wollen. Und Sie könnten sich unten eine Warengruppe anlegen, Lotto, damit Sie das alles auch schön aufgelistet haben. Wenn Sie es ganz genau haben wollen, könnten Sie rein theoretisch sagen, ja, ich will eine Warengruppe Lottoeinnahme, Lottoauszahlung, wie auch immer. Wichtig ist an dieser Stelle noch, dass Sie natürlich den Verkaufsmehrwertsteuersatz, sollte der Mehrwertsteuer neutral sein, hier auf 0 setzen. Hier den Mitnahmemehrwertsteuersatz auch auf 0 setzen und ganz wichtig, die Lagerführung und das Häkchen der realen Ware entfernen. Also das heißt, hier darf kein Häkchen drin sein, weil es ist ja keine echte Ware und Lagerführung wollen wir an dieser Stelle auch nicht. Danach können Sie das Ganze speichern und das Ganze machen Sie mit der Artikel Nummer 20.000 genauso. Diesen Artikel geben Sie den Namen Lotto Gewinnauszahlung oder wie immer Sie es benennen wollen, wählen natürlich auch wieder den Lieferanten aus, setzen Ihre Mehrwertsteuer, setzen die Warengruppe. Wie gesagt, die EAN-Nummer lassen Sie bitte leer, das vergibt das System von alleine und das Häkchen der Lagerführung und der reellen Ware nehmen Sie bitte heraus. Nun haben Sie alle Vorkehrungen getroffen, damit Sie Lotto ganz einfach verwenden und einscannen können. Und das ist wirklich total easy und ist mit Sicherheit sehr hilfreich für Sie und für zukünftige Verbuchungen von Lottoeinnahmen oder Lotto-Gewinnauszahlungen in Barbie Profi 3. An dieser Stelle recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen helfen können und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit den neuen Funktionen in Barbie Profi 3. Tschüss!